Im Nordwesten Bayerns gab es zwei Kerle, von denen möchte ich euch erzählen. Die Typen hießen Manu und Steffen. Zumindest haben sie ihre liebenden Eltern irgendwann auf diese schönen Namen taufen lassen. Selbst nannten sie sich die Veggie Bros. Ein alberner Name. Zur Hölle. Diese beiden Kerle waren gar keine Brüder. Tja. Aber es machte einiges keinen Sinn, was diese beiden Kameraden anging. Vielleicht macht es das aber gerade auch so interessant. Sie nennen Würzburg die Stadt der Kirchen. Kirchen gibt's hier wirklich eine Menge. Das bedeutet aber nicht, dass hier nur Heilige leben. Dennoch gibt es hier einen ganzen Haufen netter Leute und vor allem leckeres Essen. Gut, ich habe New York noch nie live erlebt. Ich war auch noch nie in Paris. Und ich habe noch nie Sushi vom Bauch einer gottverdammten japanischen Geisha gegessen. Aber ich sage euch etwas. Nachdem ich Würzburg und die Veggie Bros gesehen habe, bin ich mir sicher, ihr könnt an keinem anderen Ort der Welt etwas Verblüffenderes und Köstlicheres erleben als hier. Ich kann also irgendwann mit einem lächelnden Gesicht abtreten, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass Gott mir etwas vorenthalten hat. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, begann im Jahr 2014. Das war das Jahr, in dem uns solche Milchgesichter wie Mario Götze zum 4. Mal den Weltmeistertitel bescherten. Ich erwähne das nur, weil es manchmal Männer gibt. Ich würde sie nicht Helden nennen, denn was ist schon ein Held? Aber manchmal gibt es Männer, und ich rede hier von den Veggie Bros. Manchmal gibt es Männer, die... Nun, sie sind die Männer für genau diese Zeit und diesen Ort. Sie passen einfach genau rein. Und das sind die Veggie Bros in Würzburg. Say you should have stayed from the start.